Aber 1865, dieses Jahr, hat nämlich Gregor Mendel mit seinen Versuchen über Pflanzenhybride seine Kreuzungsexperimente mit Erbsen veröffentlicht, die dann die Grundlage von den Mendelschen Regeln wurden. Und wir erinnern uns natürlich alle in der Schule über die Mendelschen Regeln, wissen wir ja wirklich Bescheid. Ne? Deswegen machen wir jetzt einen kleinen Test. So, dann kann ich mal ein bisschen Saallicht haben. Wer möchte freiwillig? Ja. So, wie ist das mit den Mendelschen Regeln? Dominant rezessiv, was bedeutet das? Da kann ich nicht mitreden, tut mir leid. Gar nicht, Ihre Frau vielleicht? Dominant? Dominant, da wissen Sie Bescheid. Gut, hier so. Dominik hat braune Haare und Franziska hat blonde Haare. Wenn die beiden jetzt zusammen auf einen Wurf vier Kinder kriegen. Hast du einen Freund? Ja. Ah, und du? Nein. Gut, dann ist das biologisch, ist das quasi möglich. Also wenn die beiden jetzt vier Kinder kriegen, nehmen wir einfach dich mal noch dazu, weil deine Haarfarbe ist nicht so... So, du wirst jetzt quasi getestet. Also die beiden kriegen jetzt vier Kinder auf einen Wurf. Welche Haarfarbe haben diese vier Kinder? Ja, so mittelblond. Ah. Mittelblond wäre bei der intermediären Vererbung wäre das möglich. Aber da es ja dominant rezessiv ist, sind die Kinder also entweder blond oder braunhaarig. Aber jetzt, wie viele von diesen vier Kindern sind denn blond und wie viele sind braunhaarig? Zwei. Zwei, sagt da jemand? Zwei, bietet jemand mehr? Zwei was? Zwei blond oder zwei braun? Drei blond. Drei braun? Ja, drei braun. Alles falsch, ist alles falsch. Ist komplett falsch, es kommt drauf an, welche Haarfarbe deine Eltern haben. Blond und braun, ja, blond und braun. Blond ist rezessiv, braun ist dominant. Und deine Eltern? Braun und braun. Braun und braun. Das heißt, alle Kinder sind? Braunhaarig. Richtig. Sehr schön. Haben wir was gelernt? Du hast jetzt zwar nicht so viel gesagt, aber du hast zumindest ein Mikrofon gewonnen, das kannst du mitnehmen. Und immer wenn du was Wichtiges sagen willst, sagst du das einfach da rein. Vielen Dank, setz dich wieder. Und ihr dürft auch wieder. Möchtest du vielleicht noch selbst oder so was? Ach, wisst ihr was, dann machen wir das, damit es schneller geht. Hier, so, du regelst das mal einfach. So, bitteschön, kriegt ihr hin, ne? So, vielen Dank. Wenn was ist, dann sagst du Bescheid. Ist ein bisschen blöd jetzt mit dem leeren Glas, aber... O-Saft hätte ich noch anzubieten. So, gut, also...